Da Sie bereit sind für den Ernstfall unter Tage, brauchen diese drei Bergbaustudenten und ihr Trainer niemandem mehr zu beweisen. In den USA ist die Gruppe zusammen mit zwei weiteren Kommilitonen gerade ausgezeichnet worden. Hier beim größten internationalen Nachwuchswettkampf für Grubenretter holten sie Silber. Da wir keine professionelle Grubenwehr sind, sondern ausschließlich ein Zusammenschluss aus Studenten, der sich regelmäßig trifft, um Grubenwehrinhalte zu vertiefen, sind wir nach Colorado gefahren, um einfach eine gute Nummer abzuliefern, um uns gut darzustellen, und hätten aber uns nicht ausgemalt, dort auf dem Treppchen zu landen. Aber von vorne. Als Bergbauingenieure müssen sich die jungen Männer auch mit der Grubenrettung auskennen. Daher ist das Thema auch Bestandteil des Studiums an der TU Bergakademie Freiberg. Ein offenbar spannender Lehrstoff, denn auch in ihrer Freizeit treffen sich die künftigen Bergbauspezialisten mit weiteren Kommilitonen alle zwei Wochen in der AG Grubenwehr. Gründe, warum man da mitmacht. Ein Hauptgrund für mich ist die Personenrettung. Also man arbeitet immer im Team, man hat Kollegen, auf die man sich verlassen kann, und das unter wirklich schwierigen Voraussetzungen, unter Tage, wo man nicht viel Platz hat, man hat nicht viel zur Verfügung, man hat wirklich minimale Ausrüstung und muss dabei probieren, Leuten zu helfen, Menschen zu retten. Und diese Kombination ist einfach unheimlich faszinierend. In der AG beschäftigen sich die Studenten mit Dingen wie Ausrüstung, Erste Hilfe, Kommunikation, Unfallsimulationen und Knoten- und Seilkunde. Aus diesen oder ähnlichen Einzeldisziplinen bestand nun auch der sogenannte MERT-Wettkampf in den USA. Darauf bereiteten sich die sechs Hobbygrubenretter als Team intensivst über- und untertage vor. Dass aber am Ende sogar die Silbermedaille herauskommt, hat auch ihr Professor so nicht erwartet. Unsere Studenten, die an dem Wettkampf teilgenommen haben, haben dort gezielt nach deutschem Regelwerk agiert, haben das auch erläutert. Man geht unter diesen Voraussetzungen nicht hinein und sagt, wir können es gewinnen oder wir können einen Platz machen, weil die Einsatzgrundsätze so unterschiedlich sind. Für uns war wichtiger der internationale Austausch, das Lernen und Lehren. Dass das aber dann so anerkannt wird, das freut einen natürlich sehr. Deutsche Gründlichkeit sei als Schlagwort immer wieder gefallen. Aus dem Wettkampferfolg schöpfen die Studenten natürlich Selbstvertrauen für einen möglichen Ernstfall. Für diesen trainieren sie im Semester weiter regelmäßig, wobei sich keiner so sicher ist, ein echtes Grubenunglück erleben zu wollen. Es gibt einen Zwiespalt, klar, keine Frage, zwischen, ja, ich freue mich schon auf den Einsatz, dass er endlich passiert, und hoffentlich ist es jetzt nicht einer Familienangehörige oder so. Generell, Verletzte sind immer, dass das passiert, ist immer traurig und schlecht. Aber man ist halt, wenn man selbst darauf vorbereitet ist und zu diesem Einsatz kommt, freut man sich, okay, ich kann jetzt was helfen. Ich weiß, wie ich mit meinen Fähigkeiten umgehen muss, um der Person fachgerecht zu behandeln quasi. Allerdings würde das Erfolgsteam bei einem realen Einsatz unter Tage erst einmal nicht gerufen werden, da die Studenten keine offizielle Grubenwehr bilden. Wenn sie später in einem Bergbauunternehmen arbeiten sollten, wollen sich die meisten Teammitglieder aber wohl für die Grubenwehr melden. Und vielleicht wird bis dahin ja noch das Glücksgefühl, zu den besten Nachwuchsgrubenretterteams der Welt zu zählen.